Pausebild weg. Wenn das Bildschirm vom Handy mehrere Risse hat, kann man die App sich kaufen. Oder man macht dauerhaft eine kostenlose App daraus. Kostenlos beide App kann ich hinfallen lassen. Ah, okay. Ja, ich möchte hoffen, dass er mit seinem neuen Handy besser umgeht. Beim letzten hat er seine Ex-Freundin dran getreten, dass es kaputt gegangen ist. Und da warten wir immer noch drauf, dass es bezahlt wird. Und das ist auch schon locker 4 Monate her. So. Bei meinem Mittelsten, da könnte man sagen, der braucht auch wieder ein Handy. Das hat tatsächlich schon Displaysprünge. Ja, die Kleine hat noch Zeit. Da. Huck, ich habe alle Überwachungsstationen repariert. Such Dr. Gantrell. Mach ich. Scan läuft. Ich habe sein Peilsignal. Er ist mit seinem Team in einer unterirdischen Gefängniskammer. Ich übermittle euch jetzt die Koordinaten. Hoffentlich schafft ihr es, vor Kranus da zu sein. Da lang muss ich. Und da hoch? Komme ich da irgendwie mit einem Gleiter hin? Natürlich nicht. Darko meinte doch vorhin, er spielt sehr gerne Gitarre. Der könnte doch eigentlich Sonntag im Stream mal Gitarre spielen für uns. Müssen wir nur sehen, dass er vorzeitig rausfliegt aus der Runde, dann kann er die Gitarre in die Hand nehmen. So, hier lang muss ich. Jo. Immer der dicken Linie folgen. Gut. Mach mal natürlich. Ja, gut, okay, der hat da hinten schon aufgedeckt, der kann dahin pesen. Warum ist das so komisch? Ach, das ist die Bonusquest. Ah, nö, die mache ich nicht. Die macht der Eiki nicht. Und jetzt hier quer rüber. Einmal querfeld ein. So soll es sein. Und Justin, nächste Woche sind ja meine Kiddies wieder da. Da können wir uns auch gerne mal einen Tag hinsetzen, wegen der Java-Version auf dem Server klatschen. Oh ja, wir beide alleine eine Runde. Aber dein Weg geht auch wenn er unwahrscheinlich ist. Ja. Wir werden Darko dazu bringen, Gitarre zu spielen. Ich glaube. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass er eine zu Hause hat. Ansonsten müssen wir uns Tyrox dazu holen. Der spielt wieder mit seiner Ukulele. Das kann er richtig gut. Bist du ja geworden. Da warst du ja nicht so aktiv in Richtung. Aber Tyrox hat früher immer mal wirklich die Ukulele in die Hand genommen und gespielt.
Das war echt fetzig. Sag mal, die Fratzen da, die kenne ich doch aus KOTOR 1. Die haben doch den Planeten mit den Rätseln wegen der Sternschmiede. Da waren die doch drauf. Cool. Vielleicht kriege ich Tyrox mal dazu. Ich bin ja gerade mit Tyrox am Schreiben, dass er beim nächsten Minecraft-Projekt mit dabei ist. Lust hat er drauf, auf jeden Fall. Bloß wie bei allen anderen ist nichts meistens an der Zeit. Aber da habe ich auch kein Problem damit. Wenn er sagt, er kann nur abends kommen, dass er dann für 2 Stunden, 3 Stunden im Stream dabei ist. Vielleicht kriege ich mal dazu, Ukulele zu spielen. Ach scheiße, schon wieder aus mit der Fähigkeit. Dann wird erstmal gelootet. Alle tot. Weg wegen der Arbeit, die Woche haben wir schon wieder Zeit. Ja, alles gut. Kinder da sind, habe ich aber bis abends Zeit. Sonst so abends. So, da sind wir. Ihr seid schnell, aber nicht schnell genug. Vollstrecker Kranus ist fort. Rifle. Es heißt jetzt Commander Rifle. Danke, dass ihr Colonel Harrett mit einem ruhmreichen Tod gesegnet habt. Hat der Vollstrecker Angst, sich mir zu stellen? Vollstrecker Kranus muss seine Mission beenden, bevor er sich in die kalte Umarmung des Todes begibt. Wir ziehen Macht aus dem Leid und dem Tod anderer, genau wie der Imperator. Diese Wissenschaftler sind keine Geiseln. Sie sind der Zündstoff, mit dessen Hilfe wir euch zerschmettern. Okay. Oh.
Naja, du bist down, Typsi. Und du auch. Und alle anderen auch. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wir schulden euch unser Leben. Das war toll. Gnadenlos in der Unterzahl, aber diese Imperialen hatten nicht den Hauch einer Chance. Park, wie konntet ihr das sehen? Ich habe den ganzen Kampf auf dem Sicherheitsholo verfolgt. Ziemlich beeindruckend. Und ich habe schon einige Kämpfe gesehen. Ich kann keine Komplimente gebrauchen. Ich muss wissen, wo Vollstrecker Kranus hin ist. Die Imperialen nennen Kranus ihren Anführer. Er hat Dr. Gantrell mitgenommen. Mitgenommen? Laut seinem Kontrollchip müsste er noch da sein. Der Sith hat ihn aus der Haut des Doktors geschnitten und weggeworfen. Der arme Kerl hat die ganze Zeit geschrien. Wisst ihr, wo sie hingegangen sind? Die Imperialen wollten Zugang zum Energiekern des Gefängnisses. Aber diese Ebenen sind versiegelt. Es gibt nur einen Schlüssel zum Kern und den bewahren wir in der Hauptforschungskammer auf. Nur Dr. Gantrell kann sie öffnen. Gebt mir die Position. Wartet, da ist noch was. Unser Team hat ein paar fortschrittliche Waffenprototypen aus republikanischer und fremder Technologie hergestellt. Beim Angriff des Imperiums versteckten wir die Waffen in einer der Kammern bei der republikanischen Siedlung. Wenn die Häftlinge sie finden... Ich kann sicher ein paar Minuten erübrigen, um gefährliche Waffen vor Verbrechern zu schützen. Das wird Tausende von Leben retten. Diese Leben sind bedeutungslos. Es zählt nur, Kranus aufzuhalten. Ihr seid ein Jedi. Ihr könnt das nicht einfach übergehen. Puck hat recht. Ich kann nicht zulassen, dass gute Männer und Frauen sterben. Ihr könnt die Prototypen sichern und Kranus trotzdem noch einholen. Ich weiß es. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin. Und da kann ich mich bestimmt nicht hin teleportieren. Nee. Aber ich kann mich raus teleportieren. Dann muss ich draußen nicht weiter kämpfen. Ich muss Richtung Westen. Da lang. Hallo? Ich hab nichts kaputt gemacht. Ja. Whiskers. Wow. Welch einfallsreicher Name. Das war doch hier. Nee, tatsächlich hier lang. Okay. Hier gibt es einen Eingang. Nö. Die Kiste ist schon wieder da. Cool. Noch mehr Stuff zum Verkaufen. Ah, ja.
Okay. Oh, war klar, dass der mich sieht. Man spüre die Macht der Sinn. War klar, dass der mich sieht. Sichere die Prototypen. Ja. Das sollte die Dinge davon abhalten, diese Waffen in die Finger zu bekommen. Danke. Ich kenne so einige Häftlinge, die mit diesen Dingern eine Menge Schaden anrichten würden. Ich habe niemals wirklich an diese Geschichten über Jedi geglaubt. Bis jetzt. Ich muss immer noch die Forschungskammer finden und Dr. Gantrell retten. Ich habe keine Kommverbindung zu den unteren Ebenen. Ihr seid auf euch allein gestellt. Viel Glück, Jedi. Wir zählen alle auf euch. Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin kann ich mich... Nein, kann ich nicht. Nee, ich muss da lang rennen. Benutze die Sicherheitskonsole. Es ist alles da unten. Warum kann ich mich da aber nicht... Jetzt geht's. Nee. Doch. Da komme ich halt noch... Hä? Why? Ich will nicht den ganzen Weg laufen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen Dahin. Folgende Routen zur Verfügung. Was? Okay. Hä? Passen Sie auf sich auf. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind Lol. Nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Hey, der sagt mir doch aber, dass ich das Ding nutzen kann. Was ist denn das gerade für ein Fehler? Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Passen Sie auf sich Ach, das auf. Geht. Wow. Das geht komischerweise. Ihr werdet euch wundern. Na dann. Aber warum kann ich nicht... Ich muss da unten hin. Warum fliegt denn der jetzt nach oben?
Hä? Ich verstehe das nicht. Ja, ich kann jetzt nicht mit dir quatschen. Ich bin mitten auf einem Gleiter. Ihr habt bereits den Maximalsicherheitstrakt erreicht. Beeindruckend. Ich hatte nicht erwartet, dass meine Leute euch töten würden. Aber ich hatte schon gehofft, dass sie euch aufhalten könnten. Ich werde nicht aufgeben, Kranus. Früher oder später hole ich euch ein. Die Macht ist ein mächtiger Verbündeter. Aber ich besitze eigene Ressourcen. Und ich habe mehr als einen Plan, um diese Welt zu zerstören. Meine Soldaten platzieren Sprengladungen am Vulkanspalt. Die Detonation wird katastrophale Eruptionen hervorrufen. Geysire von geschmolzener Lava werden Millionen töten. Euch eingeschlossen. Diese Ablenkung verschafft euch Zeit. Aber ihr werdet trotzdem versagen. Wir werden sehen. Wenn ihr meine Soldaten aufhalten wollt, schlage ich vor, dass ihr euch beeilt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass ich schon mal ohne euch weitermachen werde. Ah ja. Ich habe getan, was ihr wolltet. Mit dem muss ich ja gar nicht reden hier. Was ist das denn? Leitflussmittel, alles klar. Kann ich hier ein bisschen was verkaufen? Ist hier kein Händler? Redet mit mir, Private. Ja. Was habt ihr da unten gesehen? Gut. Wenn's kein Händler gibt, dann gibt's keinen Händler. Ich will ungern kämpfen. So, gelbe Linie folgen. Dann müsste ich rein theoretisch ankommen. Rein theoretisch. Jetzt die Frage, links rum oder geradeaus? Rechts rum oder geradeaus? Ich fahr mal hier rein. Ah, war richtig. So, und hier runter. Hui, ich hab's geschafft. Der steht ja immer noch. Ich dachte, du hättest ihn schon längst mal ausgenockt. Warte mal. Schaden, so. Genau so.
So, Nummer 1, raus. Hier, Maus. Nice. So, Nummer 2 ist raus. So, noch ganz kurz hier hin. Und jetzt noch Nummer 3. Nee, Kiste. Na dann zeig mal her. Was ist das denn? Irgendwas, was ich nicht brauche und will. Gut. Jetzt muss ich da rein. Ja, da rein. Ob man stirbt, wenn man hier runterfällt? Ich will es nicht herausfinden. Natürlich springt er da wieder nicht hoch. Gehst du da hoch? Gegen die muss ich nicht kämpfen, oder? Nee. Schön. Da ist schon wieder so eine Kiste. Ha! Vom Fallschaden der Wart. Geil. Ja, sehr. So ein Backpack mit irgendwas, was ich nicht brauche. Wie viel Money habe ich aktuell? 237.000. Ah, da fehlt noch was. Nein, du siehst mich nicht.
Da gibt's weiter. Oh, erstmal Loot verkaufen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Kanone der Fähigkeit. Das ist eine Sturmkanone? Lol, wann habe ich denn die bekommen? Das brauche ich nicht. Ich krieg kein XP mehr. Wann hab ich denn die Kanone bekommen? Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. 600.000 und 400.000. Da fehlt noch ein bisschen was. Kann ich? Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit? Ihr seht mich nicht. Nein. Oh, da kommen noch mehr. Ich glaube, die kann ich tatsächlich nicht umrennen. Nee, war klar. Den konnte ich nicht umrennen. Schade, schade. Was? Warum? Der lebt noch? Krank. Ach, hör mal auf. Nein. Guck mal, du bist tot. Schlechter. Hallo? Da. Dr. Gantrell, nehme ich an. Ihr kamt gerade noch rechtzeitig. Dieses Ungeheuer wollte mich bei lebendigem Leib verspeisen. Ich muss die Imperialen aufhalten. Wohin sind sie gegangen? Kranos hat den Schlüssel zum Energiekern des Gefängnisses mitgenommen. Er will es zerstören. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Ich werde nicht zulassen, dass Kranus den Kern erreicht. Sollte er Erfolg haben, wären die Konsequenzen undenkbar. Der Energiekern bezieht seine Kraft direkt aus dem Hyperraum. Bei einer Detonation würden sich die Schockwellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Die Zerstörung von Belsavis wäre nur der Anfang. Die Schockwellen würden das gesamte System vernichten und die Umliegenden verzehren. Billionen würden sterben. Kranus kann noch nicht weit sein. Ich werde ihn aufhalten, bevor er den Kern erreicht. Bitte lasst mich nicht allein. Versiegelt mich in einer der leeren Kammern, bis die Republik wieder die Oberhand hat. Bleibt in der Nähe. Ich bringe euch in Sicherheit. Beißt nicht an und lasst ihn dort. Aber ihr seid ein Jedi. Ihr könnt mich doch nicht zum Sterben zurücklassen. Folgt mir. Wir müssen uns beeilen. Danke. Geht zu der leeren Kammer. Ich bin direkt hinter euch. Das ging schnell.
Hier werde ich sicher sein, bis Verstärkung eintrifft. Ich danke euch. Haltet Kranus auf, bevor er den Energiekern sprengt. Um unser aller Willen. Och, dann hör auf zu quatschen. Dann kann ich schon mal aufhören. So, wo jetzt hin? Da lang. Warum habe ich jetzt... Hä? Hä? Ich verstehe das hier gerade alles nicht. Das ist mir irgendwie... Ja. Genau. Muss zur gestrichelten Linie. Das ist die hier. Dann hier bei den Statuetten muss ich lang. Dann machen wir das. Und natürlich kann ich hier den Gleiter wieder nicht benutzen. Ui, was war das denn? Boah, ist das ein Teleporter? Geil. Den darf Darko nie finden. Boah, cool. Jetzt muss ich dahin. Okay. Der dicken Linie folgen. Immer der dicken folgen. Ist das eigentlich Schnee, was hier runterkommt, oder Asche? Heimatland. Was war das denn gerade für ein Megaviech? Boah, wie weit muss ich denn fahren? Gestrichelte Linie, wo bist du? Da. Gucken, kann ich hier so ein bisschen abkürzen und runterspringen? Oder geht das ein... Naja, okay, es würde gehen. Ne. Es würde tatsächlich gehen. Und nicht mal Damage bekommen. So muss es sein. Naja. Ich muss noch weiterfahren. Na, da gut, abkotzen. Huch. Fahrstuhl? Ah! Der wird abkotzen, dass das so lange dauert hier.
Wo ist Piepmatz? Der existiert schon wieder nicht. Hier. Kann ich dich auch rufen? Nee. Aber jetzt, hä? Ja. Was hat denn der jetzt gemacht? Die hören mir doch nicht erzählen, dass er die ganzen einen einzigen Druiden gekämpft hat. Spüre die Macht der Seer. Ziehen. Oh, der war ja schon down. Na, komm, klatsch um und den da auch. Alles Narren. Sehr schön. So. Ich sollte den vielleicht mal wieder auf heilen stellen. Ich krieg hier doch gut Damage. Ich bekomme doch gut Damage. Ah, da bist du ja. Anus. Ihr kommt zu spät. Die Detonitladungen sind platziert. Nicht einmal ihr könnt sie jetzt noch alle rechtzeitig entschärfen. Eure Tricks und Ablenkungsversuche können mich nicht aufhalten, Kranus. Ich werde das zu Ende bringen. Wir alle werden hier sterben. Mit dem Unterschied, dass ich wieder leben werde. Nee.
Geil. Pem Nimig Badi Naya. Napikara Hikap. Naya Karak. Bawa Jambun. Nepin Memna. Besser spät als nie. Es ist aus, Kranos. Seid kein Narr. Ergebt euch. Ruhm dem Imperator. Sterbt und werdet neu geboren. Ihr sterbt, aber werdet nicht neu geboren. Ey, wo ist denn der hin? Kriegt ihr das nicht gebacken hier? Lasst eure Stärke wachsen. Wow, siehst du den mal bitte an? Oh Mann. Oh, was gab's denn da? Ein Helm. Will ich nicht unbedingt haben. Ich soll jetzt irgendwas ausschalten? 4 Stück. Das kriegt man doch gebacken, oder? Eins. Nummer 2. Nummer 3 ist bestimmt hier oben. Oh, wo ist Nummer 3? Ah, hier. Und da unten sehe ich schon Nummer 4. Ja, haben wir den Planet gerettet. Schön. Da haben wir den Planeten gerettet. Umnuk inumemnu amka kamem perolak palak. Colonel Bartab? Raka kemju amkam nemnu. Namgan bak umnok kijak. Halam jiwa nemok. Hemgam yama naya angam. Och nö, es geht immer noch weiter. Da Kranos jetzt beseitigt ist, werde ich wohl die Zeit aufbringen können. Na toll. Nikat aga kit nebab. Naya angam baraka ki. Na toll. Da soll ich hin. Oh mein Gott, bin ich müde. Hä? Warum hat denn der gerade so ein Ding drauf es gehabt? Es gibt Dinge, die ihr wissen solltet. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, sie zu hören. Jetzt nicht. Ja gut, wo ist er denn? Die Uschi? Draußen irgendwo bestimmt. Wow, da kommt man wieder mal nicht hoch.
So, aber bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich mein kurzes Päuschen, bin gleich wieder da und ja, bis gleich.